Hallo Leute, so das nächste Hanjai Hansane Set oder Hansane, ja, steht hier jetzt nicht, steht woanders, klappen wir gleich auf. Wir haben ja schon hier hinten diese 5 Minishops gebaut, Corner Coffee, 7-Eleven, Apple Store, KFC und den Sweet Shop als letztes. Und jetzt kommt das letzte, weil es gibt 6 Stück von diesen größeren Shops, bin ich auf jeden Fall der Meinung. Wenn jemand noch weitere kennt, von den Breiten, nicht die Schmalen. Von den Schmalen gibt es auch noch welche, die weiß ich. Aber von den Breiten kann er mir das gerne unten reinschreiben. Dieses Mal ist das Set 6411-2. Fast Food Restaurant nennt sich das. Mit 194 Teilen. Die Sets sind alle 12,8 cm breit, 8 cm tief und immer so um die 10, 12 cm hoch. Dieses hier ist 10,5 cm hoch. Und kann auch sein, dass die alle so um den Dreh sind. Wir haben hier 3 Tüten. An den Farben könnt ihr euch schon denken, welches Fastfood-Restaurant das ist. An dem Aufkleber sieht man es auch so ein bisschen. Und wir haben auch wieder 2 Minifiguren. Das sind, wie ihr schon erkennen könnt, welche, die geklont sind. Deswegen ist das Set natürlich immer nicht ganz so zum freien Verkauf hier. Aber trotzdem mag ich diese Sets sehr gerne. Hier ist nochmal der Name. Hansane, Hanjai, Hansanhe oder Shanghai. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Ich kann es nicht sagen. Wir haben auf Seite 1 haben wir 11 Schritte. Und auf Seite 2 schließen wir dann mit Schritt 21 ab. Hier seht ihr ein anderes Logo, als das dabei liegt. Das haben sie anscheinend schon ausgetauscht. Ja, ich würde jetzt einmal die Tüten verteilen, schon mal die ersten 3, 4 Bauschritte bauen und dann würde ich gleich wiederkommen und dann gucken wir schon mal die ersten Ergebnisse an. Bis gleich. So, Schritt 3 ist erledigt und die Steine lassen sich wieder super verbauen, das muss ich ganz ehrlich sagen, sind echt tolle Qualität. Und ja, so sieht es bisher aus. Wir haben hier die beiden Wände wieder mit den beiden Verbindungslöchern zum nächsten Gebäude aufgebaut. Haben hier mit Schwarz unten einmal angefangen, haben jetzt mit Rot aufgesetzt, hier mit Rot, dann schon gelben Tresen angefangen. Hier Rundwände, hier der Haupteingang, denke ich mal. Was das jetzt hier wert, weiß ich noch nicht genau. Irgendwie ein Waschbecken mit irgendwas da dran oder so. Ist das dann, wäre das wahrscheinlich, hier ist der Verkaufsraum der Tresen, hier die Küche dann, denke ich mal. Und ja, sehr viel mehr ist aber noch nicht passiert. Insofern machen wir jetzt auch schnell weiter. So, Schritt 6 ist erreicht. Wir haben die Wand hier ziemlich hochgezogen. Das ist noch auseinander. Wie in der Rundung geht das nicht anders, aber es wird ja oben, denke ich mal, zusammengesteckt. Wir haben hier eine Cola oder eine Ketchupflasche. Wahrscheinlich eine Cola. Das hier ist dieser Serviettenspender, glaube ich, ne? Dann könnte das, ja, keine Ahnung. Hier eine Kasse, hier ein Burger. Finde ich ganz witzig, wie der Burger gestaltet wurde. Was das hier ist, soll von der Kasse so eine alte oder keine Ahnung. Und ja, und das wird wohl hier irgendwie die Bräterei sein oder sowas, ne? Ja, ist eben alles nur angedeutet. Wir haben jetzt hier auch für die Kasse, denke ich mal, einen Aufkleber, aber der ist zu breit. Also da passt eigentlich nur das eine Tastenfeld drauf. Insofern überlegen, ob man es draufklebt oder nicht. Gut, dann geht es jetzt weiter mit Schritt 7. Schritt 9 ist abgeschlossen und wir haben die Scheiben eingesetzt. Und wie ihr seht, sind auch diese hier wieder leider total verschrammt. Das ist irgendwie das einzig Ärgerliche an diesen Sets. Ansonsten sind die echt schön, aber die Schrammen sind schon heftig, sodass das richtig milchig wird, wie gesagt. So sieht das von hinten aus. Wir haben hier noch was rübergebaut, Dunstabzauber und hier oben noch so einen Schrank, um Sachen einzulagern. Und ja, wo die Aufkleber alle hingehören, also die Registrierkasse, klar, die kleinen weiß ich nicht. Weil das steht in der Anleitung nicht drauf, wo die Aufkleber hin müssen. Das kann man sich dann selbst denken. Ab und zu sieht man es dann auf dem Hauptbild, aber da sieht man eben nur den großen und das war's. Insofern ist das dann immer schwierig in einigen, bei einigen Geschäften. Wir haben angefangen, das Dach zu bauen. Na, hier oben drauf. Aber es ist eben noch nicht drauf. Weiter geht's. So, Schritt 12 ist erreicht. Wir haben nur das Dach weitergebaut. So sieht es jetzt aus. Komplett in Gelb mit so einer gelben Brücke hier rüber. Und ja, sehr viel gibt es da nicht zu sagen. Wir haben es einfach gebaut, ne? Und hier, denke ich mal, wird jetzt ein Schild drauf gebaut. Und dann
ist es das. Draußen kommt noch was davor und dann mal gucken, wie es dann weiter geht. So, jetzt ist das Dach drauf. Sehr viel ist nicht passiert. Also wir haben das Dach draufgesetzt, wir haben hier den Aufkleber aufgeklebt, der ist jetzt, ja, hätte ein bisschen kräftiger sein können, Fast Food Restaurant. Und auf der Innenseite oben haben wir hier noch so ein Trennschild irgendwie angebracht. Ja, da soll, denke ich mal, da steht eigentlich das Menü drauf. Aber sowas haben wir hier nicht drauf, also insofern passt das nicht. Da noch was draufzukleben. Ja, das ist der Stand bei 15 und dann geht's jetzt weiter. Ja, und er ist fertig. Die letzten drei Schritte waren nämlich nur die beiden Minifiguren. Das halte ich dann für Quatsch, dass ich euch dann den Zwischenschritt zeige und dann sage, jetzt baue ich noch die beiden Minifiguren. Dann habe ich sie gleich mitgebaut. So, was haben wir noch gemacht? Wir haben hier draußen, mach die mal weg, zwei Stühle mit dem Tisch und da ist noch ein Burger drauf, ein Sonnenschirm hingestellt. Dann hier ein Hydranten, denke ich mal. Sieht aus wie ein Roboter fast, aber hier ein kleines Blumenbeet. Hier diese Markise noch drüber über den Eingangsbereich. Und so sieht er dann jetzt im Grunde genommen von vorne aus. Und dann drehen wir nochmal rum, so von hinten jetzt. Und das war der McDonald's, sag ich mal so. Wir haben einmal den Mitarbeiter, der die Leute bedient. Und einmal einen Kunden, würde ich mal sagen. Von hinten ist er so bedruckt, er hat keinen Druck von hinten. Wir haben jetzt noch Aufkleber übrig, die habe ich ja nicht draufgeklebt, weil ich nicht genau wusste, wohin. Und wir haben da auch wieder einen Teiltrenner dabei gehabt. Im letzten hatten wir den durchsichtigen, jetzt haben wir einen, ja, gefüllten. Wir hatten auch schon mal einen Orangen dabei. Also waren auch schon verschiedene Farben, glaube ich, dabei. So, Teile wieder übrig, wieder einige. So ein rundes Teil hier und also da packen die immer ordentlich mehr rein, sage ich mal so. Und dann sind wir auch durch. Wir haben jetzt unsere 6 Hanjai-Shops fertig. Und ich hoffe, euch hat das jetzt insgesamt nochmal gefallen. Und dann könnt ihr mal schreiben, welcher euch am besten gefällt. Videos, wie gesagt, habe ich euch oben verlinkt. Und dann würde ich mich über einen Kommentar, über einen Daumen hoch oder auch über ein Abo freuen, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Schönen Tag noch. Bis dann. Tschüss. Just a moment with you, it's all I